In Weiß auf Türkis, Popkultur is a music festival that has been taking place in Berlin since 2015. However, as a result of the COVID-19 pandemic, the 2020 edition is happening online. This video is the third of three shows featuring 36 audiovisual works by artists from all over the world. Some of the clips are excerpts of longer works. After the initial broadcast, the complete versions can be accessed at www.pop-kultur.berlin. Türkisfarbene Einschlüsse in einer transparenten, blubbernden Flüssigkeit mit lila Farbflecken. Darauf in Weiß, Popkultur. Der Buchstabe K besteht aus geschwungenen Bögen. Part 3. An verschiedenen Stellen erscheinende Buchstaben bilden das Wort Session. In einer großen dämmerigen Halle treten vier Musiker an ihre Instrumente. Isolation Berlin. Gitarren, Bass, Schlagzeug und Keyboards. Acht helle Bühnenspots strahlen von der Decke. In Weiß, ich will so sein wie Nina Hagen. Schauen nächtelang zum Himmel, immer noch kein UFO, immer noch kein Zeichen. Besser wird, besser wird, besser wird. Sende pinke, grüne, lila, blaue, gelbe, rote Lichter ins Weltenall. Ultraviolett. Auf jeden Fall. Straight into the universe. SOS, hallo. Ich will so sein wie Nina Hagen.
Einer der Musiker zieht ein Kabel aus einem Verstärker. In Weiß, Digital Work, Cartel Madras. Eboshi und Contra im Interview. Hey, what's up? We're Cartel Madras. I am Contra and I'm Eboshi and we're here today from Toronto in Canada. What's up, pop culture? Hey. Here we go. 2017 was like a time when we were really like ideating about Cartel Madras. We hadn't released any music yet. We hadn't done any shows yet. We was all just kind of in our mom's basement thinking up ideas. And during that time, we were going to a lot of really incredible trap shows. Some of those shows were really a catalyst. And like one of the shows we did see was the Princess Nokia show when she came to Calgary. And it was really a moment where we saw a lot of queer women of color coming together to celebrate a rapper, which we hadn't really seen in our hometown. So it was kind of like a moment very cool. where we were like, oh, there's an opening here. We can run through this door. Gundarap is our way of paying tribute and homage to the subgenres of hip hop that have existed before us and synthesizing those sounds and those influences and those artists that have been key in us developing who we are as musicians that we listened to growing up. And creating Gundarap was our way of paying tribute to what has happened before our time. We're from South India, and if you're acting some type of way out there, they call you a Gunda. And that's our way of also recognizing that we are taking these South Indian influences of our heritage and these sonic influences of hip hop from America and bringing them together. We can't wait to ultimately come to the Pop Culture Festival and perform there because it will be so much fun. So, thank you. Cartel Madras out. Signing off. In Vice, working. Ass so wicked and titties on perfect. Face like a kitty, you know when a bitch worth it. Cinnamon honey with the lips on a verdict. You talk a little bit too much, lurking. Swerve that Saturday night with the permit. I got big plans, you know when a bitch working. Zwei women of color. You know when a bitch working. Working, 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 working. Don't know what to order cause they don't know what I'm serving. Don't know what to look for, didn't know they were searching. Bad brown bitches and we come with a sterling. Today on the track and I got your toes curling. Make my eyes lock when the beat drops, cutie. Got the hips pop, big rocks on duty. We got the lips locked with the smoke on a doobie. You got a big belt, nice ass. You got a big thick bag and you move it real slow. A slick raincoat and a bitch bandeau. Snap my right hand just to keep you on the flow. Telling all my bunnies gonna lie real low. I smell like cream and I look like big chrome. Slick dream talk you into coming to my home. Covered up my sheets with glitter and rhinestones. Add him to my fleet if he makes a backbone. In einem dämmerigen Raum. Hello. Hey, I'm in here quick, 20 minutes. Where are you? No, just come to the back. Just come to the back, we'll let you in. Yeah, we got like so much booze. Ein schwarzer Mann mit Dreadlocks in einer Dunkelkammer nimmt ein Foto aus einer Entwicklerschale. You with my teeth that sharp and shine though. Then looking like a dream, I'll take the combo. Move like you're flush when you roll with a smooth bitch. We looking plush, it's just how we market. Are you like sponsor? Like yeah, I'm an artist. Got big plans, you know when a bitch working. I got big plans, you know when a bitch working. You know when a bitch working. Die zwei Frauen performen in kurzen ärmellosen Tops, Hosen und Plateauschuhen. Ein Top ist mit lila Daunen besetzt, das zweite glänzt hell. Sie tragen große Ringe, einer ist rot und als Kussmund geformt. Playing all night, ass take curving. Well, I'm I be looking for a sub. Cartel, honey, spin a bus to the club. Double red solo topped up with the mud. Honey, spill a double when I run through the cut. In der Dunkelkammer. No. Get young Kamaji on the phone. Get him on the phone. Yeah, she was just talking shit about him in front of me. Der Mann hängt nasse Fotos an eine Leine. Yeah. No, she's a huge bitch. Like, living real lush, premium fantasy. Looking so luxe when I come so pressing. Flash with the red of a blue show my lipstick. Think I'm sweeping coke cause that bitch fucking cryptic. Pretty like a pain trying to put me in a triptych. Boy you can't do shit with that. Zu dritt tanzen sie vor einer hellen, leeren Wand. Der Mann trägt ein buntes T-Shirt, Shorts und Turnschuhe, die Frauen Sonnenbrillen. Ihre Tops reichen nun bis an den Hals. Ein Muster aus Bändern und Schnüren spannt sich über die Brüste. Ein Top ist hell, das andere dunkel. Der Mann entfernt sich lässig. Die Frauen gehen mit gespreizten Beinen in die Hocke. In Weiß auf der wabernden Flüssigkeit. Digital Work. Jojo Abbott. Who are we? What are our values? What are our visions? What are our dreams and our aspirations for ourselves and the world that we occupy? What are our spiritual goals? What is the state of our garden, our consciousness? Where can we grow? I believe, standing on the shoulders of my ancestors who were represented in this film so gloriously. Sie hat kurzes blaues Haar.
echoing the ideologies of people like Nina Simone, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, Malcolm X, Winnie Mandela, and so many other greats like Brenda Fassie, like Grace Jones, like Lauryn Hill, who demanded and provoked and prayed for Black people to be liberated in their minds and in their spirits. People like Bob Marley, people like Fela Kuti, the King, who were willing to sacrifice their lives for the liberation of Black people. And they use art as a tool. They use art as the honey covering the medicine, the bitter pill. We are the processors. We are the reflectors. We are the timekeepers. We are the sounding boards. We are the ones that facilitate those spaces of confusion to allow people room to really be present with the best and the worst of themselves. Der Blick senkt sich an einer Fensterfront zur Sängerin. Sie sitzt auf einem hellen Sofa, flankiert von zwei Federbüscheln in Brauntönen. Jojo Abbott trägt ein breites, oranges Tuch um den Kopf. Es endet hinten in einer großen Schleife. In die Stirn hängen Dreadlocks. Sie ist schwarz. In weiß, Dokui Tsidudu. Auf einer Straße. Sie lächelt zwei jungen Frauen mit weißen Kopftüchern zu. Auf dem Sofa. Jojo trägt ein Top aus demselben Stoff wie die Schleife und einen weißen Rock. Sie streicht über einen silbernen Reif um ihren Hals. Große silberne Ringe schmücken ihre Finger. Ihre eleganten grauen Pantoletten sind weiß gepunktet. Auf der Straße. In schwarzer Lederjacke steigt sie zu einem Mann auf ein rotes Motorrad. Jojo hat ein Nasenpiercing. In Zeitlupe sinkt sie hinter dem Fahrer auf den Sitz. Ein Blick von hinten. Im Fahren lässt sie ihre Lederjacke über die Schultern nach unten rutschen. Auf dem Sofa. Sie verschränkt die Finger. Ihre Nägel sind schwarz lackiert. In einer rückwärts laufenden Sequenz geht sie über den Parkettboden eines Zimmers. Jojo rückt ein Tuchende an ihrer Schulter zurecht. Sie sitzt gedankenverloren in einem Sessel und raucht. Auf einem Tischchen neben ihr stehen ein Aschenbecher und eine silberne Buddha-Figur. In einer rückwärts laufenden Sequenz schwebt das Tuch in Zeitlupe an ihrem Hals. Das Motorrad fährt über einen breiten Boulevard in Kampala. Jojo sieht über die Schulter. Sie drückt die Zigarette im Aschenbecher aus. Ein verschwommener Blick auf die Federbüschel. In einer rückwärts laufenden Sequenz strömt Zigarettenrauch in ihren Mund zurück. Mit geschlossenen Augen lässt sie ihren Kopf nach hinten auf die Sessellehne sinken. Auf der Straße. Es dämmert. Jojos Gesicht füllt das Bild. Sie streicht über den Halsreif. Mit leicht gesenktem Kopf sitzt sie rauchend im Sessel. Ein verschwommener Blick auf das zur Schleife gebundene Tuch. Jojos Finger fahren durch ein Federbüschel. In einer rückwärts laufenden Sequenz auf der Straße verschwinden die beiden jungen Frauen mit den weißen Kopftüchern langsam aus dem Bild. Das Motorrad fährt durch die abendliche Großstadt. Es schlängelt sich zwischen Passanten hindurch. Am Lenker hängt eine grüne Plastiktüte. Das Motorrad rollt in einer rückwärts laufenden Sequenz. Jojo blickt über die Schulter. Das Motorrad fährt wieder vorwärts.
Mit ernstem Blick läuft Jojo an hell erleuchteten Ständen vorbei. Im Ausschnitt ihres Tops hängt eine Sonnenbrille. Sie schiebt eine Haarsträhne und das Tuch zurück. Jojo steigt eine Metalltreppe hinunter. Die Lederjacke hängt lose über die Schultern herab. In einer Einkaufspassage sind graue Rollos vor den Läden heruntergelassen. Ein Mann wischt den Boden, ein Kind läuft umher. Es ist dunkel, Jojo steht leicht vorgebeugt und blickt auf die Straße. Verschwommene Lichtkreise füllen das Bild. Jojos geschwungene Wimpern heben sich vom blauen Nachthimmel ab. In weiß auf pulsierendem Türkis und Lila, Commissioned Work. Ein Blick auf zwei grüne Lederbänke an einem Tisch mit einem Plattenspieler. Schon. Ted Geier. Das ist Claudia Basravi, meine alte Freundin seit den 80er Jahren. Sie hat Arabistik studiert und ist Autorin und Performerin. Sie sitzt Ted gegenüber. Und über bestimmte Themen, die eben um die es jetzt auch gehen wird, unterhalten wir uns eigentlich schon seit Jahrzehnten. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das Erste, was ich in deinem Buch gelesen habe, das war über Glamrock und Sweet und über die Monks und so weiter. Auf jeden Fall, das ist Ted Geier, du bist der Ted Geier. Und man kennt dich für Goldene Zitronen, aber auch Schwabingrad Ballett und Gintersdorfer Klassen. Mit denen arbeitest du seit über 10 Jahren zusammen. Aber du bist auch, schreibst auch. Also es ist ja so, dass kurz vorm Lockdown kam mein Buch raus. Ted ist weiß und hat kurzes graues Haar. Und eigentlich wäre das jetzt auch eine Lesung im physischen Sinne. Er trägt Schnurrbart. Und ja, zu dem Buch wäre zu sagen, das ist eigentlich, hat es sich von alleine geschrieben, weil... Sie hält ein Exemplar. Weil das ein Artikel aus den letzten 20 Jahren, also von 98 bis 18, bis Ende 18. Und das heißt Argumentepanzer. Und als ich das gesehen habe, Argumentepanzer, habe ich gedacht, das passt zu dir. Du bist dafür bekannt, dass du gerne argumentierst. Und wenn man mit dir spricht und sich unterhält über irgendwelche Themen, dann habe ich das Gefühl, muss man auch ein bisschen so gewappnet sein, weil du lässt einfach bestimmte Sachen nicht so durchgehen. Aber Panzer ist nochmal so eine Frage, wie das... Ist das die Frage nach dem Buchtitel? Ja, genau. Ah. Ja, also das Buch ist ja beim Verbrecherverlag erschienen und es ist auch gar nicht meine Idee gewesen. Das hat sich Jörg Sundermeier, hat mich immer mal gefragt, ob man nicht diese Artikel einfach mal als ein Band rausbringt. Und dann hatten die so eher so langweilige Titel wie Der ganze Ted Geier oder irgend so ein Blödsinn. Und ich habe dann nur nebenbei so gesagt, dass ich ab und zu als DJ Argumentepanzer Platten auflege. Ach so. Vielleicht gucken wir jetzt mal den Song von der letzten Platte. Das war unsere BRD. Ich glaube, dass wir beide das auch... irgendwie teilen, eine bestimmte Sozialisation, wie das war, aufzuwachsen in diesem Land, was BRD hieß. Und dieses Video haben wir gemacht, eigentlich nur mit Footage aus den eigenen Archiven von Freundinnen. Und dann gibt es wie diesen Vorher-Nachher-Effekt, dass teilweise Akteurinnen, die in dem alten Material sind, auch jetzt wieder auftauchen. Genau, vielleicht Robert? Er schaut kurz ins Off. Wir gucken mal so 3 Minuten da rein. Das Bild des Videoclips aufgeteilt auf 4 Monitore. Eine Fahrt auf einer Landstraße. Einzelne Bäume stehen am Straßenrand. Menschen auf einer Wiese vor einem Waldstück. Schnee schimmert durchs fahle Gras. Ein Mann trinkt aus einer Bierflasche. Der Blick wandert an den Fassaden von mehrstöckigen Sozialbauten vorüber. Eine Frau in hellem Licht. Strohballen vor einem Gehöft. Die Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses. Längliche zweistöckige Gebäude über Eck. Ein Blick in dürres Geäst. Ein Punkkonzertmitschnitt. Der Sänger stützt sich auf den Mikrofonständer. An der Wand hängen Poster mit Friedenstauben. Eine Tanzende in schwarzem Pullover und Jeans. Im Freisein.
Das Lustige ist halt, dass viele Freundinnen von mir unter 30, für die ist das pure Poetry. Also warum jetzt die BRD braun oder, na gut, weiß kann man noch verstehen, aber braun gewesen sein soll oder orange. Ja. Oder auch, was das ist mit den Ballerinaschuhen. Also das sind ja alles, würde ich mal voraussetzen, dass das für dich ja auch so Referenzen sind, die alle völlig klar sind. Ne? Ja, total. Also ich habe vorhin, als du mir das Video gezeigt hast, da habe ich doch selber noch gesagt, ja, und wo ist braun? Ne? Weil als man orange hört, dann denkt man so, ja, und wo ist braun? Ja, doch, das kommt noch. Ne? Weil das halt die Farben waren, die man da so hatte. Und das wüsste man wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt ewige Jahre später, würde man das wahrscheinlich alles falsch deuten, könnte ich mir vorstellen. Ja, auch Latzhosen-BRD. Also das Latzhosen-BRD, ja. Ja, kommt ja auch vor. Und hier, was jetzt komisch war, unsere üppig junge BRD. Was ist das denn dann? Was das meint? Ja. Das meint vielleicht sowas wie diese Verschwendung. Also, dass man in sehr großen Autos rumgefahren ist und sehr üppig. Alles hatte üppige Ausmaße, ne? Die Schrankwände. Also, dir hat nichts gefehlt, sozusagen. Na, man hat ja irgendwie gewährleistet, dass der deutsche Normalbürger, dass der versorgt war und das war ja auch die einzige Zeit in der BRD-Geschichte, wo, also jetzt zwischen in der Willy-Brandt-Zeit bis 76 dann, dass die soziale Schere nicht auseinanderging in Deutschland. In Weiß, Digital Work, Laguna Cementerio, a video fanzine by Mueran Humanos. Verschwommene Bilder, die Projektion eines Kindergesichts wird mit Schatten von Blumen und einem Kreuz überblendet. Eine Gruppe von Menschen bewegt Leuchtstäbe im Raum. Zwei Frauen halten Rosen in der Hand. Dessous wird eingeblendet. Eine Frau hält eine Rose vor ihr rechtes Auge. Der Schatten einer Blume wird übergroß an die Wand projiziert. Eine Frau tanzt. Die Szene wird mit schnellen, farbigen Lichtreflexen überblendet. Greift nach dem Licht. Eine Frau in Schwarz hält einen Spiegel. Er reflektiert Licht. Ihr Bild wird überblendet von der Frau in Dessous mit einem Leuchtstab in der Hand. Ihr Bild wird mehrfach übereinander projiziert. Die Frau in Schwarz hält sich den Spiegel vors Gesicht. Hinter ihr drehen sich Leuchtstäbe. Schneller und pulsieren im Rhythmus der Musik. Die Silhouette der Frau in Schwarz kommt durch einen Türrahmen. Ein Mann in weißem Jackett schaut ernst in die Kamera. Die Frau in Schwarz streckt die Arme in die Luft. Sie hat einen schwarzen Schleier vor dem Gesicht, den sie lüftet. Das Gesicht
Gesicht der Frau in Dessous und eine Kiste mit einem roten Kreuz werden übereinander projiziert. Ihre Brüste sind zu sehen. Sie hat den Mund lustvoll geöffnet. Schwarz weint. Eine Träne rinnt ihre Wange herunter. Sie berührt ihre Unterlippe und verschmiert ihren roten Lippenstift über ihr Kinn. Das Gesicht der Frau in Dessous wird mehrfach nebeneinander projiziert. Sie schaut in die Kamera. Ihr Gesicht glänzt. Das Gesicht der Frau mit verschmiertem Lippenstift wird darüber projiziert. Die Frau in Schwarz schaut ernst von unten ins Bild. Evia Vibere. The song I've produced for Pop Culture is about Unicorn, who has a broken wing from the pressure of the society. The main idea behind the video is to accept the artificial reality. I like to hide behind visuals, but for me they have to have a space for imagination and interpretation, the same as in music. I started to wear these LED eyelashes in my performances, so I can have all the focus on the little synth orchestra I have in front of me. In Weiß, Vienrazis. Eine Computeranimation. In einem blau schimmernden Wald wandert der Blick an hohen kahlen Stämmen vorbei zu einem Felsblock. An einem Tasteninstrument steht eine verhüllte Gestalt. Ihr Gesicht liegt im dunklen Blau. Die Augenhöhlen leuchten auf. Kabel hängen wie ein dichter Vorhang von der Rückseite des Instruments herab. Sterne funkeln am Firmament. Von rechts strömt rötliches Licht ins Bild. Die kahlen Stämme spiegeln sich in einem Tümpel. In der Ferne leuchtet ein greller Kreis. Die Gestalt tanzt hinter ihrem Instrument. Sie winkelt abwechselnd die Arme an und bewegt die Ellenbogen rhythmisch zur Seite. Ihre rechte Hand gestikuliert sanft. Der Blick gleitet an den blau-lila und grau schimmernden Kabeln entlang zu einem Strauch mit dunklem Blattwerk. Die Kabel führen an eine reglose, aus Kabeln geformte Gestalt. Die Kabelgestalt blitzt auf und beginnt zu tanzen. Sie imitiert die Bewegungsfolge mit den Ellenbogen und der Handgeste. Sie schwingt die Arme, lässt den Oberkörper sinken und richtet sich wie eine Marionette auf. Die Kapuzengestalt auf dem Felsblock wiederholt die Abfolge mit Ellenbogen und Handgeste. Sie wippt leicht hin und her und führt die Hände zurück an die Tasten. Das grelle Licht spiegelt sich im Tümpel.
Wie ein weiter Umhang hängen die Kabel von der Kabelgestalt. Sie schwingt erneut die Arme, sinkt nach vorn und richtet sich, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, mit zur Seite gestreckten Armen auf. Sie bewegt die Ellenbogen und bringt die Handflächen aufeinander. Ruckartig schwingt sie zur Seite und richtet sich erneut pulsierend auf. Mit auf Kopfhöhe erhobenen Armen wippt die Kabelgestalt unruhig auf und ab. Ihr Oberkörper kippt zur Seite und schüttelt sich spasmisch. Hinter ihr ragt der etwa 5 Meter hohe Felsblock auf. Die Kapuzengestalt wippt im Takt. Auf ihrem Instrument flackern rote Lichter auf. Hinter den Tasten leuchtet eine kleine stilisierte Figur neben dem Schriftzug Erica Synths. Die Kapuzengestalt blickt auf. Ihre Augenhüllen erlöschen langsam. In weiß auf wabernden Farbblasen. Talk. Speaking of sampling. Mit Leila Yenirce, Musician, Jesslyn Preach, Musician, Asade Peshman, Journalist, Artist, Enis Marchi, Author. Der Talk wird gebärdengedolmetscht, Leila moderiert. Es geht um Autorinnenschaft und die verflixte Frage nach dem Original. Jesslyn, du arbeitest praktisch damit. Du machst Musik schon seit mehreren Jahren als Preach. Und meine Frage wäre jetzt erstmal ganz allgemein zu deiner Praxis. Also wie gehst du da vor und welche Rolle spielen Samples dabei? Jesslyn? Also meistens, wenn ich anfange, ein Beat zu bauen, nehme ich halt viel mit der Stimme auf. Und es ist eigentlich wie so ein großes Puzzlespiel. Ich gebe da meinen Input rein und am Ende gucke ich halt so, ob ich noch irgendwie so ein Drum-Sample habe, was da einfach richtig gut reinpassen würde. Und anfangs habe ich das noch mit meinem Handy gemacht, habe da Sachen aufgenommen und habe die dann eingefügt. Aber mittlerweile greife ich halt öfter zu anderen Menschen, die das schon fertig gemacht haben und mache dann mein eigenes Ding draus. In meinem Enis. Ersten Stück Lebend fallen, da habe ich ganz viel deutsches Volkslied gut gesampelt. Und das ging dann eben bei mir vom Heideröslein bis zu Haftbefehl. Und in dem Moment, in dem man all diese Sachen nebeneinander stellt, obwohl man eben eigentlich gar nichts mehr dazu sagt, hat man natürlich auch eine Aussage dazu getätigt, was man für deutsche Volksmusik hält oder was man überhaupt für Deutsch hält oder ob man das überhaupt für eine relevante Kategorie hält. Ich habe versucht, es gar nicht so lange her. Da habe ich nämlich ein Beat einfach genau so, wie er war. Nur halt, ich habe es, glaube ich, langsamer gemacht. Habe ich es versucht, bei Soundcloud hochzuladen. Und dann stand da halt, dieser Sound ist von die und die Person. Da sind Urheberrechte, kann ich nicht hochladen. Es sei denn, es gibt, ich habe eine Abmachung mit denen, das muss ich denen aber vorweisen. Und da dachte ich so, ups, ich dachte, Soundcloud ist nicht so. Und dann bin ich zurückgegangen auf Ableton, habe es einfach umgedreht und dann hochgeladen, dann ging es. So, ich finde Soundcloud halt auch ein richtig gutes Beispiel, um halt so zu zeigen, okay, selbst technisch geht es halt auch nicht mehr, dass man halt irgendwie Sachen hochlädt und wenn man sich halt irgendwie Beats von anderen Leuten genommen hat, die gesampelt hat und so weiter, weil du jetzt mittlerweile eine Plattform hast, die das erkennt und die halt sagt, okay, das geht urheberrechtmäßig nicht und so. Die Frage ist so ein bisschen, wo setzt man halt die Grenze? Ne? Also so ab wann muss ich jemandem Bescheid sagen oder ab wann muss ich mir die Rechte kaufen, um ein Sample zu benutzen? Und ab wann habe ich was komplett Neues kreiert, so, was damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, wo eigentlich auch niemand mehr Ansprüche stellen kann? Also ich glaube, das ist halt eine richtig schwierige Frage. Also es ist total tricky. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen das, was das Sample und das Zitat unterscheidet, ist, dass das Zitat wirklich sozusagen nur das abbildet, was es vorher auch schon abgebildet hat. Ich glaube, dass dieser Transformationsprozess, dass etwas Neues entsteht, dass der eigentlich, wenn man wirklich künstlerisch arbeitet und wenn man wirklich zum Beispiel einen Song macht oder einen Beat baut oder einen Text schreibt, dass der eigentlich so automatisch passiert, dass das Sample dann selbst in der Gestalt eines Zitats daherkommen kann und halt trotzdem keins ist. Ich glaube, alle, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema beschäftigen, haben schon von Moses Pelham und Kraftwerk gehört. Seit 20 Jahren gibt es diesen Rechtsstreit um 2 Sekunden. Und ich glaube, das zeigt auch, dass man nicht ein finales Urteil irgendwie treffen kann und dass irgendwie das eine Oberlandesgericht das an das andere irgendwie schiebt. Das war auch schon bei Bundesverfassungsgerichten auf EU-Ebene und so weiter. Und das ist halt, es wird ständig ein anderes Urteil irgendwie gefällt und so richtig Klarheit, die man sich irgendwie erhofft, die findet man irgendwie darauf nicht. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Danke. Auf Farbklecksen, Commissioned Work. Sabah Lu Khan und King Khan. Er berührt einen This is Ring. Too much, this one.
Did I? Papa. Sorry. Can you just focus? No, but is it look, is it too flashy? Like, is it like, oh, you already asked me this an hour ago and I said yes. I don't want to have one that's too, like, gothic, you know? I'm not goth. No, I'm punk. It doesn't matter that much. Like, I'm street punk, oi punk. Can I smoke a cigarette outside right now, are we ready to go? We're starting. Okay. It's a family project, and that is a dimension that not everything has. So the work process itself is very personal because not only are we related, but I'm also currently living together with my parents. Because we live in a vigay. Circumstances. And I really feel like I know very well how my father writes things and how he thinks of them, and specifically because it was also inspired by something my grandfather told him, and I'm aware of their relationship and the way he found out of that about all of that. The way we work together, he doesn't give me a lot of direction. He gives me the idea, the basic concept, and I interpret it in a way that he trusts. I've been recording Sabalu since she was 6 months. Some parents have a photo book, but I have a collection of recordings from all her life. In Vice, King Khan, Retribution Now. The Musahar were a caste of people named for catching and eating rats. They were even poorer than the Untouchables. They survived by sharpening one end of a wooden stick and poking small holes inside a farmer's field, where the rats would intuitively collect grain for them. Occasionally, one would fall into the hole and get stuck and die. When the Musafars would come to collect their grains from the small holes, they would find the dead rats and eat them too. They have lived in this area for over 150 years. This is their story. Ein gezeichneter Clip. Eine Familie mit mehreren Kindern auf einem Feld. Die Familie löst sich auf. Das Feld verblasst. In dünnen Bleistiftstrichen auf hellgrauem Grund. Das Gesicht eines Mädchens mit Nasenpiercing. Sie hat große Augen, ein rundliches Gesicht und kinnlanges glattes Haar. Die Zeichnung gewinnt an Detail. Das Haar wird dunkelbraun, die Augäpfel weiß. Das Mädchen schließt die Augen. Eine zweite Zeichnung überlagert das Bild. Eine schmächtige Frau mit einem hellen Punkt auf der Stirn. Um ihren Kopf und den Oberkörper ist ein gemustertes Tuch geschlungen. Neben ihr berührt das Mädchen eine Blüte. Die Blüte ist doppelt so groß wie es selbst. Das Gesicht des Mädchens. Es schlägt die Augen auf. Das Bild wird schwarz. Lediglich die weißen Augäpfel mit dunklen Pupillen heben sich vom Hintergrund ab. Allmählich verblassen sie. Blutrote Ströme umschließen ovalförmig eine kauernde Silhouette. Vier rote Stränge fließen von den Seiten zur Mitte. Dazwischen schieben sich zwei mandelähnliche rote Formen. Vier rote Kreise mit unscharfen Rändern fügen sich über und unter die Stränge und lösen sich auf. Die roten Formen und Stränge verschwinden. Die blutroten Ströme um die Silhouette werden dunkler. Das Bild wird langsam schwarz. In Weiß auf Türkis mit Lila Sprenkeln. Digital Work. Mpo Sabina. I first met S. Fidelity last year and I heard his music in Berlin when I was part of the Go to Talents program, and we've been working together online, collaborating on this piece for 2020. And the biggest challenge is that the network is bad sometimes, but everything is working out really fine. Dadurch, dass Mpo und ich uns schon kannten, haben wir ziemlich intuitiv angefangen, uns Files hin und her zu schicken. S. Fidelity. Und konnten dadurch, dass Deutschland und Botswana die gleiche Zeitzone sind, auch ziemlich easy skypen und die Details so gegenseitig absprechen. In Weiß, Mpo Sabina and S. Fidelity, Moya. Das Bild wird langsam hell. Über einer kahlen Gebirgslandschaft schwebt ein animiertes dreidimensionales Gebilde aus bunten Formen. Geschwungene Quader, Bögen, Scheibensegmente. An manchen Stellen sprießen Sommerblumen in Gelb, Rot und Lila. Sie bewegen sich im imaginären Wind. Auf wechselnde Flächen des Gebildes werden Videosequenzen in Schwarz-Weiß projiziert. In einer Sequenz reibt eine junge schwarze Frau mit Gesichtspads über ihre Wangen.
dunkelhaariger Weißer mit 3-Tage-Bart füllt eine Espressomaschine in einer Küche. Das Gebilde dreht sich. Eine Sequenz zeigt eine Gruppe mit Rucksäcken. Die bunten Sommerblumen drehen sich ins Bild. Eine Sequenz auf einer konkaven Fläche des Gebildes zeigt das Gesicht des Dunkelhaarigen. Hände führen einen Rasierapparat an seine Schläfe. Das Gebilde sinkt aus dem Bild. Es rotiert. Ein heller Raum. Zwei weiße gezackte Skulpturen. Eine Projektion. Hände auf einem Keyboard. Das dreidimensionale Gebilde von nahem. Eine Sequenz. Wassermassen stürzen über eine hohe Mauer. Die schwarze Frau und der dunkelhaarige Weiße im Videochat. Sie lachen. Die Sequenz verblasst. Das Gebilde rotiert. Der dunkelhaarige mit Mundschutz und Brille. Ein Auge und ein Ohr füllen die Projektionsfläche aus. Ein Blick von oben. Das Gebilde dreht sich. Zwischen gezackten Skulpturen zeigen drei Videoquader eine Yoga-Performance der Frau. Auf einer Fläche des Gebildes. Die Frau beim Stockkampf. Sie trägt ein Basecap, Mundschutz und einen Rucksack. Die Frau und der Mann im Chat. Nachrichten scrollen über die Projektionsfläche. Bilder, Fotos, Links und Kommentare. Der Dunkelhaarige tritt von einem offenen Fenster weg. Auf einem Gehweg rollt er mit einem Fahrrad ein Stück zurück und wieder vor. Das Gebilde rotiert. Zwischen gezackten Skulpturen zeigt eine Projektion den Dunkelhaarigen im Tonstudio. Der Blick entfernt sich. Die Projektion verblasst. Das Gebilde dreht sich. Die bunten Sommerblumen bewegen sich leicht. Das Bild wird dunkel. Ein Blick aus der Ferne auf das Gebilde. Es löst sich auf. Maxim Kulcha, Superbass. When we created our band, so Alex, our bass player, he proposed to name Superbass. He just watched Tour de France, and one of the points of this race was in Superbass. It's like in the middle of France, in Clermont-Ferrand. In Russian, people just call us like Super Devils. It's hard them to understand, like, this name is on French, like Superbass. So everyone's calling us Superbass, Superbass, or whatever. Yeah, but we are Superbass, so we take it from the city. And we performed there, actually. It was very funny. Because we are two people in the band, so we rehearse our shows separately, because we live in different countries. I live in Berlin now, and Alex lives in Minsk in Belarus. So even during outbreak of COVID-19, we didn't feel anything special. We make and practicing online. In weiß, Superbass, Osso. Auf einer dunklen Bühne steht ein Langhaariger mit weißer E-Gitarre, Maxim. Auf eine Wand hinter ihm wird ein Video projiziert. Es zeigt, mit einem Glitch-Effekt, einen zweiten Musiker, Alex, mit seinem E-Bass. Beide Musiker sind weiß. Alex trägt ein dunkles Basecap, eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Maxim wippt hin und her. Seine Augen sind geschlossen. Er trägt ein weites Hemd mit schwarz-weißem Schlangenprint, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Seine schulterlangen dunklen Haare schwingen hin und her. Maxim rockt im Licht der Projektion. Auf sein Gesicht und das helle Hemd legt sich Alex' Bild mit der roten Jacke. Zuweilen überlagert das Bild von Alex Ebers Maxims Gitarre. Maxim tritt ein paar Schritte zurück.
Der Schatten des Mikrofonständers fällt auf seine Brust. Helle Spots strahlen von hinten. Maxim kickt das linke Bein in die Luft. Sein Körper fängt das Licht der Projektion auf. Der Einfallswinkel des Projektorlichts ändert sich. Es fällt in gleißenden Strahlen von schräg oben an die Wand. Maxim wirft den Kopf in den Nacken. Leicht taumelnd geht Maxim am Mikrofon zurück, tritt in und aus dem Projektionslicht. Sein Kopf ist zur Gitarre geneigt. Maxim hebt das Mikro vom Ständer. An der Hand glänzt ein silberner Ring. Das Mikrofonkabel führt über die Schultern in seine linke Hand. Er stößt die rechte mit dem Mikro mehrmals in die Höhe. Er steckt das Mikro an den Ständer zurück. Maxim springt leicht auf und ab und legt den Kopf weit in den Nacken. Er lässt die langen Haare nach vorn schnellen. Sein Schatten fällt auf die Videoprojektion. Er beugt den Oberkörper weit vor. Er taumelt ein paar Schritte rückwärts zur Videowand und entfernt sich wieder von ihr. Das Projektorlicht fällt erneut von schräg oben über Maxim hinweg. Ein Teil der Projektion legt sich wieder auf Maxims Körper. Seine Sprünge mit der Gitarre werden wilder. Erneut strömt das Licht von schräg oben. Alex bewegt sich beim Spielen nicht von der Stelle. Seine Gestalt und die Gesichtszüge sind von den grellen Strahlen der Projektion verdeckt. Maxim hat große dunkle Augen. Er schließt sie kurz. Die langen Haare umrahmen sein blasses, mageres Gesicht. Er hält die Arme hinter den Körper. Die Gitarre hängt am Gurt von seiner Schulter. Er umfasst das Mikro. Sein Blick wirkt entrückt. Im Video stellt Alex mit Glitch-Effekt den E-Bass weg. Das Projektorlicht erlischt. Das Bild wird schwarz. In weiß auf den Farbgebilden. Session backstage. My name is Anita Drink and this is Eat Lipsticks backstage. We want to thank you so much for hosting us and what a wonderful backstage it is. All that's missing is the glamour, darling, and that's why we're here. Anita steigt auf einen Tisch. Cause I'm a whoa man. Yes, I am. Okay, everyone act normal now. Transvestite dancer, dancing in any old tranny bar. Ooh, what the fuck's going on? Hey, every time I hey, fuck it, it's a hey, fucking boom. Get out! Oh, I'm sorry, we don't... In weiß, Eat Lipstick. Die fünf MusikerInnen kommen in die dämmerige Halle. World on Fire. Living in a
Weiß auf Türkis, Commissioned Work. Ace Marbos gebärdet in die Kamera. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas sagen, was mir am Herzen liegt. Wenn Sie Gebärdensprache verinnerlichen, wird Ihr Geist visuell aufblühen. Sie denken bestimmt, die Gebärdensprache ist schwierig zu lernen. Das stimmt nicht. Es folgen ein paar Grundlagen der DGS, Deutsche Gebärdensprache. Die erste Handform, die ich Ihnen beibringe, ist die Faust. Die ist aber nicht nur zum Schlagen da. Nein, die Faust steht für Berlin. Berlin, denke ich an dich, pocht mein Herz. Berlin, so sehr vermisse ich dich. Sicher sage ich dir, Berlin lieber nicht, du wirst es sowieso bereuen. Aber Berlin mag ich, denke ich an dich, pocht mein Herz. Hör auf, stur zu sein, Berlin wird dich anlügen, Berlin ist wie ein Gefängnis. Aber Berlin vermisse ich, dort fühle ich mich frei. Du lebst eine Illusion, sag mal, in Berlin, was machst du? Montag arbeiten, Dienstag Gymnastik, Mittwoch joggen, Donnerstag Radfahren, Freitag frei, Samstag waschen, Sonntag raven bis zum Morgengrauen. Sehe ich den Fernsehturm, pocht mein Herz. Berlin, voll der Hammer. Nee, Berlin ist zerstörerisch, voller Gewalt und kalt. Ich ignoriere es, bin wild und passe zu Berlin. Du bist unmöglich, du bist dumm, du bist ein Nixkönner. Langsam, sei mir nicht böse. Berlin mag mich, weil ich verrückt bin. Berlin schützt mich. Ich fühle mich sicher hier. Im Winter eiskalt. Der Fernsehturm steht unverändert. Im Sommer sau heiß. Der Fernsehturm steht unverändert. Berlin bleibt immer eine coole Sau. Mein Herz pocht für Berlin. Mehr sagen kannst du nicht. Hierher kommen kannst du. Berlin? Berlin. Sehe ich von oben aus dem Flugzeug den Fernsehturm? Berlin, voll der Hammer. Sehe ich beim Fahren auf der Autobahn den Fernsehturm? Berlin, du coole Sau. Berlin, mein Herz pocht. Hoffentlich sind Sie nun von der Sprache beeindruckt und haben was dazugelernt. Wenn Sie sich von einer inneren Unruhe befreien möchten oder sich wie ein Außenseiter fühlen, kommen Sie einfach nach Berlin. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Es folgt der Abspann. Popkultur. www.pop-kultur.berlin. Popkultur 2020. Eine Veranstaltung der Music Board Berlin GmbH. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Initiative Musik GmbH. Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin. Europäische Fonds für regionale Entwicklung. INP. Programm Stärkung des Innovationspotenzials in der Kultur. Factor Canada. Die Regierung Kanadas. Auswärtiges Amt der Bundesregierung. Goethe-Institut. Audiodeskription: Jonas Hauer, Tanja Eichler-Ojake, Anne Leichtfuß. SprecherInnen: Leonie Elfeld, Marc Heißler, Serena Dunbar. Produziert von Urban Hamlet.